Und da sind wir wieder, pünktlich zum Anpfiff. Zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Hamburger Sportverein. Hamburg schon wieder in ihren rosafarbenen Jerseys. Also, da scheinen sie sich die guten Trikots wohl für die wichtigen Spiele am Sonntag aufgehoben zu haben. Also ja, haben wirklich. Sie auch eine Wette verloren. Eieieiei. Also, ich bin davon ja nicht so ganz überzeugt. Also, dass sie die Profis damit loslassen als Strafe, verstehe ich ja noch. Aber da können die Kinder doch nichts dafür oder die Jugendlichen doch nichts dafür. Da würden mich wirklich gerne mal die Verkaufszahlen bei Adidas interessieren. Aber oft ist sowas ja Kult. Vielleicht ja, stimmt. Ist es auch. Aber wie gesagt, das sind Jugendliche, die sind auch unscheinbar und unschuldig. Aber gut. Eine Modesünde braucht jeder. Ich erinnere mich dann noch an Trikots vom VfL Bochum damals. Ja, Lotto Faber. Richtig, genau. Ja, sensationell. Da waren alle Farben der letzten 20 Jahre so drin. Nicht zu verwechseln, wenn wir mal die Sportart wechseln wollen. Mit den Hosen von Peter Wright, der Kanarienvogel des Darts, der ja auch immer zu solchen exotischen Farbauswahlen greift. Das wäre die Theorie. Die Kleidung von Peter Wright wird geschneidert aus dritten Trikotsätzen. Wer weiß, vielleicht sehen wir ihn dann ja auch demnächst in rosa-blau gepunkteten Hosen und T-Shirts auf der Bühne stehen. Schiedsrichter dürfte neu sein. Das ist Christian Westermann. BSC Blasheim. Sein Verein. Erster Auftritt meines Wissens am heutigen Tage. So, Stimmung ist immer noch gut. Haben wir kurz Müller gesehen, der da mit den Fans am Abklatschen ist. Während die Gladbacher hier fast zur Führung kommen. Allerdings Böhmke, der U16-Nationalkeeper, im Kasten der Hamburger zur Stelle. Ist rechtzeitig unten, kann diesen Abschluss hier parieren. Und somit bleibt es hier weiterhin beim 0:0. Bleibt jetzt mal Hamburg auf der Gegenseite, schöne Drehung. Und dann die klasse Parade vom Keeper der Gladbacher. Ecke für den HSV. Drei Finger gehen hoch. Gerade noch so ausgeführt bekommen, aber dafür jetzt der Konter. Der schnelle Ballverlust. Das sind die Gladbacher. Riesenchancen ab am Pfosten vorbei. Nachschuss. Und Böhmke ist zur Stelle. Wir sehen hier nochmal die Szene. Stark. Wichtiger Ballgewinn, mindestens 2 gegen 2, Abschluss abgeblockt, mit dem Rücken.
So, die Gladbacher. Jetzt mal wieder im Angriff hier, direkt an der Bande. Allerdings der Ballverlust. Und deshalb die Hamburger vielleicht allerdings ein Foulspiel. Da vorne von Emanuel Appiah drückt er ein bisschen in den Rücken seines Gegenspielers. Strafbares Foulspiel geahndet von Christian Westermann. Richtige Entscheidung. Hier auf Foulspiel zu entscheiden, Gladbach. Schön quergelegt nochmal. Ah, ein bisschen zu ungenau. Uiuiui. Das war ein hartes Einsteigen. Bleibt allerdings bei einer Ermahnung. Rutscht da voll in den Keeper, in Bünker rein. So, hier nochmal die Szene. Quer rüber gespielt. Ja, wild zum Ball. Ja. Der Raum ist so eng hier, keine böse Absicht. Ich denke, die Ermahnung war vollkommen okay. Zieht dann auch zurück. Kurzer Blick mal zur Live-Tabelle, wenn ihr www.freebcup.de einmal reinschaltet. Starke Rettungstat hier von den Gladbachern. In den Live-Score geht's. Habt ihr Tabellen, habt ihr die Ergebnisse, habt ihr auch Aufstellungen? Der HSV zurzeit mit seinen 7 Punkten und einer Tordifferenz von 7:1 Treffern auf Platz 1. Könnte sich also mit dem erneuten Erfolg hier endgültig zum Samstagssieg schießen. Noch können die Bayern mit 4 Punkten nach 2 Spielen, die könnten also auch noch auf 7 kommen, den Hamburgern diesen Platz streitig machen. Die Gladbacher zurzeit auf Platz 13 von 16 mit 2 Punkten und 3:5 Toren. So, wenn wir schon dabei sind, gucken wir auch gerade mal auf die Scorerliste. Kicke, Maximilian Topp von Werder Bremen natürlich auf Platz 1 mit 6 Scorerpunkten, 4 Tore, 2 Vorlagen. Luan Simnica mit 4 Toren und 0 Vorlagen auf Platz 2. Also auch da so die auffälligsten Spieler zu sehen. Wie gesagt, alles für freebcup.de, einfach an den Live-Score klicken und schon seid ihr dabei. Ja, Spiel trudelt hier so ein bisschen vor sich hin. Wenig Action. Merkt man beiden Mannschaften schon so ein bisschen an, dass der Samstag doch relativ lang war. Werden beide Teams wahrscheinlich froh sein, dass es dann nach diesem Spiel ins Hotel und zum Abendessen geht. Dann heißt es Kräfte sammeln, den Akku wieder halbwegs voll machen. Und dann geht's morgen ja schon wieder ganz, ganz früh los. Erstmal noch mit den letzten Vorrundenspielen und dann natürlich mit der K.O.-Phase. Wie gesagt, morgen früh um 8.30 Uhr, Moritz. Genau. Während die Leute schön frühstücken können, vielleicht auch bevor sie in die Halle fahren, um sich das Spektakel anzugucken, könnt ihr schön mit Croissant und Cappuccino da sitzen, euch das Ganze angucken. Wir werden dann früh aufstehen müssen und sind natürlich pünktlich hier am Start für euch. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das einzig Coole ist jedes Jahr auf dem Weg zur Halle, Sonntagmorgen so gegen 7.30 Uhr, ist nichts los. Ich komme nie so entspannt nach Lübbecke wie Sonntagmorgen um 7.30 Uhr. Also sehen wir es positiv. Nein, wir freuen uns natürlich auch auf morgen. Guter Abschluss und der Treffer für die Gladbacher. Isan Krakilic, der Torschütze. Maß genommen. Und damit die Hamburger ja nur noch mit 6 Punkten in der Live-Tabelle. Ja.
Heißt nicht mehr, ja, natürlich noch aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze. Aber das ist natürlich die Steilvorlage für den FC Bayern, die mit einem Sieg als Gruppenerster aus dem Samstag gehen könnten. Treffen dann ja gleich auch noch auf ihren dritten Gegner des Tages. Auf den VfL Wolfsburg im letzten Spiel des Abends. Aber hier ist ja auch noch nicht Schluss. Und noch hat der HSV anderthalb Minuten Zeit, um hier noch zum Ausgleich zu kommen. Chance hier gerade aber erstmal geblockt. Ah, richtige Entscheidung. So, letzte Spielminute dieses Spiels. Ein Spiel, das durch meinen ganzen Fastfood-Konsum zu leidenden Blutdruck jetzt nicht noch weiter in die Höhe treibt. Also, brauchen wir mehr so ein schöner Samstagabend-Ausklang. Die Hamburger jetzt nochmal mit dem Eckstoß da von der rechten Seite. Schön freigespielt. Treffer. Und da ist der Ausgleich. Der Ausgleich für die Hamburger. Und es hat gemacht. Die Nummer 6. Tommy Nguyen. Mit dem Ausgleich. So, Treffer kommt nochmal. Eckball, schön reingespielt. Viele Standardtore heute. Und da ist direkt die Führung. Der HSV dreht die Partie innerhalb von 30 Sekunden. Die Nummer 21, Lenny Kufrin. 2:1 für den HSV. Und damit die Hamburger die einzige 9-Punkte-Mannschaft. Am Samstag, der perfekte Samstag des zweimaligen Cup-Gewinners. Wir sind sehr gespannt auf morgen. Glückwunsch nach Hamburg.